Rechtsprechung des Berliner Verwaltungsgerichts und des Oder-Verwaltungsgerichts. Und da ist es so, dass der Aufbau von Zelten nicht vom Versammlungsrecht gedeckt ist. Aber und der von Schlafzelten und ebenso auch andere Gegenstände, die der Übernachtung und Kampieren dienen. Und dafür braucht man eine Sondernutzungsgenehmigung. Und die Berliner Polizei hält sich natürlich an die Rechtsprechung der obersten Berliner Gerichte. Das ist klar. Und deswegen müssen wir diese Gegenstände hier wegräumen, wenn sie dann aufgebaut werden.